zu dieser Passage ist schließlich eine letzte Bemerkung zu machen, nämlich, dass die Philosophie brauchbar ist. Sie ist sogar mehr als brauchbar. Was hat dieses mehr als zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Sie ist nicht nur einfach brauchbar, sondern was? Sollte sie letztlich ein Wissen sein? Jedenfalls ist sie mehr als brauchbar. Dieses Konzept von Brauchbarkeit ist außerordentlich wichtig, außerordentlich entscheidend. Das, was ich als die lacanianische Verpflichtung zum Durchlaufen, Traversé, übersetze. Die Antiphilosophie kann sich der Philosophie nicht entledigen. Anders gesagt, ist sie nicht nur brauchbar, sondern glücklicherweise ist sie das, denn in Wahrheit muss man sie absolut gebrauchen. Und Lacan, das ist bekannt, hat sie mehr als jeder andere gebraucht. Sie ist das, was ich den Operator des Durchlaufens nenne. Der antiphilosophische Akt selbst muss die Philosophie durchlaufen und sich über sie einer gewissen Anzahl von Operationen anvertrauen. Absetzung der Kategorie der Wahrheit, Öffnung bezüglich der Mathematik bei Lacan, Ende der mathematischen Illusion bei Wittgenstein, kurz, die Antiphilosophie muss ihre eigene Art konstituieren, wie sie die Philosophie durchläuft. Das ist für sie ein Imperativ. Und das ist es, was ich hier rekapituliere. Die Tatsache, dass die Philosophie ausreichend oder mehr als brauchbar ist, dass sie also in Wahrheit gebraucht werden muss. So viel zum ersten Überblick über die Triangulation. Gemeint ist Wahrheit, Sprache, Wissen. Wenn man wirklich die Operationen des Durchlaufens der Philosophie durch die Antiphilosophie verstehen wird, verstehen, warum Lacan die ganze Zeit von dieser unglücklichen Philosophen wie Hegel, Platon, Aristoteles, Descartes und vielen anderen spricht, die so vielem verschlossen sind, muss aufgezeigt werden, worin dieser unumgängliche Imperativ besteht. Es folgt jetzt eine weitere Geschichte, der zweite Satz, auf den ich mich stützen möchte. Weiterhin aus Liturgie ist eine Aussage von äußerster Wichtigkeit.